Willkommen bei DKW on Tour auf unserem Sofa, wo wir das letzte Mal sitzen werden, weil morgen geht's ab nach Schweden. Genau, wenn ihr dieses Video hier seht, dann sind wir gerade schon auf dem Weg nach Schweden. Vermutlich irgendwo in Mitte Deutschland bzw. an der deutsch-dänischen Grenze. Und wir wollten uns einfach noch mal kurz melden, bevor ihr jetzt 2 Wochen lang auf YouTube zumindest nichts von uns hört. Wenn ihr trotzdem was von uns hören wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wir werden da schauen, dass wir dort Bilder hochladen, dass wir Stories machen und so weiter. Das heißt, ihr könnt da uns folgen und könnt dann die Reise schon mal direkt live miterleben. Wir haben auch noch ganz viel Videomaterial eigentlich jetzt von vor der Reise, wie wir den Ranger voll präpariert haben für die Reise und so weiter. Das kommt aber alles erst im neuen Jahr, also quasi nach der Reise, weil es ist gerade so viel zu tun und wir kommen einfach nicht dazu, das Videomaterial zu bearbeiten. Ja, ihr müsst uns das nachsehen. Wir haben beide Fulltime-Jobs. Wir arbeiten beide ganz normal und YouTube ist nur ein Hobby. Und deshalb kommen einfach nicht so regelmäßig Videos, wie wir das gerne wollen, weil es einfach oftmals nicht realisierbar ist in der Zeit. Es ist halt doch eine Arbeit. Es ist auch vollkommen gerechtfertigt, dass Leute das als Fulltime-Job machen. Aber es geht bei uns halt gerade nicht. Von daher bitte ein bisschen Geduld haben mit uns. Es kommen Videos, nur halt nicht jeden Sonntag. Und wir haben sowieso gesagt, wir tun das jetzt auf Montag verlagern. Also es kommen immer montags neue Videos raus. Einfach nur, damit wir das Wochenende zum Schneiden haben. Und hey, dann könnt ihr am Montagmorgen in den Tag starten und euch auf ein neues Video von uns freuen. Genau. Was wir auf jeden Fall machen werden, das können wir auf jeden Fall teasen. Wir werden natürlich den Urlaub wieder fleißig mitfilmen. Ihr könnt auch gespannt sein, was wir so erleben, weil es ist ja jetzt doch, auch jetzt schon im Voraus war es recht spannend, wo wir überhaupt hinreisen können. Eigentlich wollten wir ursprünglich ans Nordkap, aber das wird jetzt wohl nicht hinhauen, einfach wegen den Corona-Maßnahmen. Es gibt wieder Einreisebeschränkungen nach Dänemark, Schweden, nach Norwegen. Dänemark und Norwegen sind schon Hochrisikogebiete und so weiter und so fort. Deswegen werden wir uns höchstwahrscheinlich nur in Schweden aufhalten, aber wir werden es euch auf jeden Fall zeigen und euch mitnehmen. Und was es auch noch geben wird, wir werden im Urlaub mal wieder ein Setup-Video drehen, so wie wir es das letzte Mal in Schweden auch gemacht haben mit noch unserem Dachzelt-Setup. Werden wir jetzt ein Video drehen mit unserem Canopy-Setup, wo ganz viele Sachen sind, die ihr noch nicht gesehen habt, ganz viele Umbauten. Und die werden wir euch dann im Urlaub zeigen. Es hat sich halt doch einiges verändert. Es haben sich Sachen bewährt. Es haben sich aber auch Sachen als ziemlich nutzlos herausgestellt. Manche Gegenstände wurden abgegradet und manche haben wir einfach jetzt rausgeschmissen. Genau. Von daher, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und da ihr erst den aktuellsten Stand vom Canopy Camper Inn noch nicht kennt, wird euch das ziemlich umhauen, würde ich sagen. Weil es sind echt einige große Sachen passiert jetzt noch. Genau, die ihr noch nicht gesehen habt und die auch quasi nur so halb auf Video sind, einfach weil, wie gesagt, es fehlt die Zeit. In diesem Sinne, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Genau, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr werdet auf YouTube dieses Jahr nichts mehr von uns hören und deshalb schaut auf Instagram vorbei, wenn es euch interessiert und wenn nicht, dann bis im neuen Jahr. Ciao. Tschüss.